Alexander Zverev, 25, kann aufatmen. Anfang Juni musste der Tennisstar beim Halbfinale der French Open eine große Niederlage einstecken. Nach 3 Stunden im Match mit Rafael Nadal, 36, knickte er auf dem Platz um und musste mit dem Rollstuhl abtransportiert werden. Er hatte sich alle 3 lateralen Bänder in seinem rechten Sprunggelenk gerissen und musste deshalb operiert werden. 9 Wochen nach dem Unfall steht Alex jetzt wieder auf dem Court. Ich konnte mich gut bewegen, habe keine Schmerzen gespürt. Ich hatte nur ein bisschen Muskelkater vom Krafttraining der letzten Tage, aber das ist normal, berichtete er stolz gegenüber Bild. In Monaco hatte Alex gestern erst mit seinem Bruder, dann mit seinem Coach unter den Augen seines Vaters die ersten Bälle geschlagen. Ich konnte endlich die Beine gut belasten und habe mich auf diesen Tag gefreut und viel dafür gearbeitet, um möglichst bald wieder auf dem Platz zu stehen, erklärte der Sportler weiter. Dennoch dürfe er es jetzt auf keinen Fall übertreiben. Jetzt ist erstmal wichtig, das Training gut zu dosieren. Sich jetzt wieder so selbstständig bewegen zu können, beutet Alex extrem viel, weil ihm die Eingeschränktheit während seiner Verletzung sehr zugesetzt hatte. Zum Glück waren seine Eltern für den Tennisspieler da. Ich konnte ja nichts allein, duschen, auf Toilette gehen. Die haben für mich gesorgt wie für ein kleines Baby. Für mich war das so wichtig, hatte er dankbar erklärt.